Dynamo TV aus dem Trainingslager wird präsentiert von DynTour, der Spezialist für Angelreisen und Ferienhäuser in Norwegen. Willkommen zurück zu Spiel Nummer 3, Geschmäcker. Das heißt, ihr werdet beide von mir jetzt die Augen verbunden bekommen. Ihr werdet einen Löffel jeweils mit den gleichen Zutaten präpariert in den Mund gegeben bekommen von mir. Und dann habt ihr 2 Minuten Zeit, um möglichst viele Geschmacksrichtungen rauszuschmecken und zu notieren. Okay? Unabhängig voneinander, es sind aber beide die gleichen Löffel mit 5 Geschmacksrichtungen. So, hier sind die guten Stücke. Für die Zuschauer zu Hause nochmal zur Erklärung. Auf diesen Löffeln befinden sich 5 verschiedene Geschmacksrichtungen, die die beiden jetzt versuchen zu erkennen, ohne sie zu wissen und zu sehen. Kurze Frage, ist das alles essbar, ja? Natürlich. Okay. Es sind ganz normale Lebensmittel, die du tagtäglich zu dir nimmst. Echt? Ja. Mal gespannt. Also, der Möschel kriegt einen kleinen Vorteil, der liegt hinten. Also Mund auf, bitte. Kreuzmund auf. So, ab jetzt dürft ihr... Ihr dürft das gern abnehmen jetzt, versuchen zu schmecken und bitte dann aufschreiben, ohne dass es die Zeit läuft im Hintergrund. Wie viel sind das? 5. 50 Sekunden. Ich glaube, bei mir ist was nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, gucken. Was ist das? Das ist alles zusammen. Was ist denn das? Der zeigt mir einen Brei an. 30. Dafür hast du das. Und keine Ahnung. Au, ich hab Schmerz. 10 Sekunden. Ja. Zählst du auch, wenn hier was falsch ist? Kann ich ja probieren. Die richtigen Antworten zählen. 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Dann wollen wir mal auflösen. Der Möschi hat 2 Geschmacksrichtungen erkannt. Kreuz 4. Kurz zur Auflösung. Es war drin. Zimt, stimmt, das ist mir nicht eingefallen. Zimt war hundertprozentig. Ja, Zimt und Zimt. Eine Olive war auch drin, 100%. Sag ich, das Runde. Ach, keiner. Das ist was Rundes drin. Also ein Punkt für Kreuz. Es war drin, Olive. Stark. Zweiter Punkt für Kreuz. Es war drin, Nüsse. Dritter Punkt für Kreuz. Es war drin, Rindfleisch. Ja, das war das, was ich so lange gekaut habe. Und ich dachte mir dann, das hat nach nichts geschmeckt. Kann nur ein bisschen würzen, das Ding. Das hast du heute zum Abendessen gehabt. Ja, ich dachte mir, was ist das, Junge? Also das hat keiner. Und es war Honig drin.
Ja, okay, diese Mischung war ja unmöglich. Keine Orange, wie Kreuz noch geschmeckt hat. Jetzt einfach 3, 2, 1 Orange. Möschi hat Kakao und Pfeffer rausgeschmeckt. Also, naja, ja, auch nicht ganz richtig. Schade. Somit geht das Spiel an Niklas Kreuzer mit ja, weitem Vorsprung. Und er gattert weitere 3 Punkte. Somit steht es jetzt 5-1 für Kreuz. Danke, Männer. Barisch, danke. Spiel Nummer 4. Wer ist das? Dazu haben wir wieder den Buzzer. Dieselben Regeln wie vorhin. Hier ist euer Startpunkt. Ich werde euch unterschiedliche Bilder zeigen. Und ihr nennt mir bitte dazu den Namen. Komplett der Person. Bitte mit Vor- und Nachname, ja. Außer es ist ein Künstlername, dann reicht der Künstlername. Alles klar? Tu nicht so, Junge. Wir spielen wieder bis 5. Und bei einer falschen Antwort kriegt der Gegner einen Punkt. Er hat wiederum die Chance, einen Zusatzpunkt zu ergattern durch einen zusätzlichen Buzzer-Beater. Also, Person Nummer 1. Ich muss nicht haben. Fuck, Scheiße, jetzt ist mir auch eingefallen. Dude. Ich würde sagen Undertaker. Ja, ist richtig. Risch. 1-0, Kreuz. Person Nummer 2. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Der beste Freund von Bud Spencer. Ist ja auch egal. Terence Hill. Ja, stimmt. Ah, jetzt. Person Nummer 3. Franz Beckenbauer. Richtig. Noch nie gesehen. 2-0. Gegeneinander gespielt noch früher. Nächste Person. Jetzt warst du jetzt, warte. Nee. Klinge! René Klingenburg! Der Win! Jawohl! Hier nochmal für die Zuschauer unser Neuzugang im Sommer. René Klingenburg das als sieht mein Gesicht, oder nicht? Junior beim FC Schalke 04. 3-0. Nächste Person. Beckenbauer, Undertaker. Du bist auch mal ehrlich. Papst Benedikt. Falsch. Das ist Dings. Kann ich nochmal? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Papst Franziskus. Hätte Papst gereicht? Nee. Aber es steht jetzt 3-1. Nächste Person. Frisur wie du bist. Ja, weiter. Nein, das ist nice. Ja, keine Ahnung. Nee, kannst du wegmachen. Ehrlich alles klar, dann lass mal weg. Wer den Rezo. Nächste Person. Ja, okay, was sind die? Noch nie so. Ja, die Flagge bringt dir jetzt auch nichts, ja. Junge. Ihr habt keine Ahnung? Nee, also ich nicht. Du, überlegst noch? Dir liegt der Name auf der Zunge? Ja, aber bei 3-1 Führung will ich jetzt nichts riskieren. Durch einen. Dann will ich es auflösen. Es ist Michail Gorbatschow. Du müsstest den kennen als alter Wodka-Liebhaber. So, zur nächsten Person. Ja, okay, was? Ja, keine Ahnung. Was ist denn mit? Da könnte man österreichische Fußball eben machen. Das Jens Jeremies. Keine Ahnung. Okay, richtig. 4-1 Kreuz.
Die machen da Leute. Der war bei Bayern München, Junge. Ja, okay, keine Ahnung. Satzball, Kreuzi. Der hat sich doch jetzt verletzt, oder? Ich bin leidenschaftlicher Frauenfußball. Keine Ahnung, auch nicht. Nee. Ich habe einen Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Man braucht Vor- und Nachname. Ja. Ja, ich würde sagen Marozan oder Marozan oder so irgendwas. Aber ich habe keinen Vornamen. Ich löse auf. Du warst richtig. Es ist die Jennifer Marozan. Mach doch noch so ein deutscher Paar. Komm, ich riskiere. Ja, ich sag Fidel Castro. Nein, warte, Che Guevara, Che Guevara. Ich sag Che Guevara. Ich muss leider die erste Antwort. Che Guevara war korrigiert. Dem Möschi übergeben. Das heißt, er hat jetzt noch die Chance, das zu berichtigen. Nein, ich mach das nicht. Es steht also 4-2 für Möschi. Das ist ein fairer Sportsmann. Aber da hat er sich um den verdienten Lohn gebracht. Ja, okay. So, Niklas. Okay, jetzt gehen dir gleich die Bilder aus. Uwe Neuhaus. Mein Gott, mir fällt nicht mehr der Name ein. Wie heißt du nochmal? Peter Parkholt. Richtig. Da ist er wieder dran, der Uwe. Ja, okay. Endlich mal wieder. Da ist er doch, dein Dankeschön, Landsmann. Dankeschön, dass du mir endlich mal einen Österreicher schießt. 4-3. Es bleibt spannend. Selena Gomez. Richtig. 5-3. Somit geht das Spiel wiederum an Niklas Kreuzer. Nach Spiel 4 haben wir also einen neuen Gesamtzwischenstand von 9-1 für Kreuz, der somit weit vorne ist. Aber Möschi, das nächste Spiel gibt 5 Punkte. Du kannst also wieder aufschließen. Ist alles möglich, Möschi. Und es ist alles möglich. Du bist noch im Spiel. So, nachdem Kreuz die letzten 3 Spiele in Folge alle gewonnen hat, scheint die Spannung raus zu sein. Aber jeder, der den Möschi jetzt abgeschrieben hat, der tut einen Fehler. Er wird in der nächsten Folge beweisen, dass er sich noch nicht aufgegeben hat. Und dazu gehen wir raus auf die Rennstrecke und schaut rein, es bleibt spannend.